schön gute Mittag. Die Damen und Herren, Paulette Lehner, dann nicht mehr begrüßen, ich ganz herzlich zu dieser Pressekonferenz, eine Pressekonferenz, die auch mal im Mechanismus mit Spannung erwartet gehen, als weil eine Schulrentrée 400 Dier steht. Eine Schulrentrée, wo wir noch einmal alles müssen, aber nichts präparieren, ob die Sanitärsituation, ob die Covid-Situation, auch gucken, wie wir die Schulen sicher machen, dass wir gut gelehrt kriegen, wie wir die Schüler protegieren, die Enseignants protegieren, auch gucken, dass die Schulen das Virus nicht verbreitet. Natürlich haben wir noch einmal einen Rückblick geholt. Einen Rückblick auf das letzte Schuljahr, wo wir als das Motto verschrieben haben, minimal Chancen für das Virus, maximal Chancen für die Bildung. Wir haben probiert, ein Maximum von Präsenzunterricht zu ermöglichen. Aber wir sind ein Schulfrisch drauf, dass man gegen andere Länder hier just ein respektive zwei Wochen wirklich komplett in Homeschooling müssen dezidieren. Wir haben noch ganz freien Modell entwickelt, für Quarantänen auf ein Minimum zu reduzieren, für auch durchgemengte Schülerinnen und Schüler so lang wie möglich an der Schule können, zu halten. Wir hatten hohe Sanitärstandards, die wir definiert haben an einem Stufenplan, den wir immer noch adaptiert haben, an den als Piste gehen hat, für neue Decisionen, notwendige Decisionen zu holen. Wir haben eine minutiöse alltägliche Gestion gemacht, von den positiven Fällen an, rundherum die Schulen. Ja, wir haben uns mit Sujeten befasst, intensiv befasst, die eigentlich auch keinem anderen Domain um Ort der Jour stehen, wie zum Beispiel das regelmäßig Lüften. Wir hatten aber auch von Anfang an immer gesagt, dass wir flexibel wollen bleiben, dass wir uns dem Virus wollen aufpassen, ein Virus, den wir kennengelernt haben, den wir heute noch nicht komplett kennen, aber wo wir nicht wissen, wie es weitergehen wird, notwendig. Also wir haben für alle, alle guten Doktoren, Schüler für alle, die Enseignants, die Eltern, eine immens große Anpassungsfähigkeit in der Beweisgestalt. Nun, wir können dafür auch die nächste Rentrée an der Kontinuität umgehen, weil wir brauchen, was die Gestion von Covid an der Schule nur belangt, das nicht neu zu erfahren. Das Rad, das dreht und das Rad, das als am Laufe des letzten Jahres eigentlich immer besser gedreht. Wir haben also auch Zeit geholt. Über den Sommer, bis Ende August, dann Anfang September, für wirklich noch einmal die Situation über den Sommer zu analysieren, für möglichst noch und Rentrée zu kommen, für auch wirklich die sanitäre Situation von der Rentrée vom 15. September so noch wie möglich zu kommen. Und ich meine, ihr wisst alle gut, dass in den letzten Wochen nach einmal das eine oder das andere sich geändert hat, was die Sanitärsituation anbelangt. Und das war natürlich wichtig, dass wir das auch konsiderieren. Paulette Lehner hat zusammen mit dem Premier gestern schon, und kann er heute auf der Pressekonferenz nachher machen, die Situation beschrieben, an der wir es momentan sind. Die ist aber auch gezeichnet durch Impfungen. Durch Impfungen von den Schülern, von den Enseignants, von den Eltern, von den Geschwistern. Ich war froh, die letzte Woche konnte noch ich Matze teilen, dass den 15. September 90% von den Schülerinnen und Schülern zwischen 12 und 18 Jahren kompletten Impfschutzwerten haben, von den Enseignants kompletten Impfschutzwerten haben, an über 55% ab dem 15. September einen kompletten Impfschutzwert haben von den Schülerinnen und Schülern am Sekundär, also an der Alterskategorie 12 bis 18 Jahre. Und das hat sicherlich einen Impact, auch an das wird sicherlich die Verbreitung vom Virus an der Schulkommunität auch helfen, aufbremsen. Und aber auf der anderen Seite muss man auch wissen, dass die Kinder in der 12 Jahren noch nicht können geimpft gehen, dass es Forscher gibt, die auch voraussagen, dass die Covid riskiert, eine Krankheit von den Kindern an den Jungen zu gehen, weil die eben keine Immunität nach Hund haben durch Impfung oder weil sie ein Kind positiv waren. Und auch logisch sind wir ja an der Realität, dass die Inzidenz bei den jungen Alterskategorien doch aber deutlich angeklommen ist. Trotzdem gibt es doch Grund für einen gewissen, ja einen vorsichtigen Optimismus. Wir haben nämlich zwei neue Möglichkeiten par rapport zu der letzten Schulrentrée am September 20, nämlich die neuen Instrumente, die möglich machen, den Covid noch auf eine andere Manier zu bekämpfen. Das sind Schnelltester, die wir schon am Laufe der letzten Monate, am letzten Schuljahr ganz massiv angesetzt haben. Und das andere ist aber auch die Impfung.
Dat geht das nochmal eine ganz neue Form von Sicherheit und das ist ein großer Schritt auch in Richtung von einer Normalität an den Schulen, an den Betreuungsstrukturen, bei allen Kindern, an Jugendaktivitäten. Und dafür ist die Message von dieser Rentrée auch ganz klar, wenn wir uns impfen und testen lassen, da können wir auch größtenteils normal funktionieren an unseren Schulen, an unseren Betreuungsstrukturen. Das gilt für als alle Guten, für die ganze Schulkommunität und das gilt ganz besonders aber auch für den einzelnen Schüler, den einzelnen Enseignant. Drei Ziele hatte ich mir eigentlich vier geholt, was das Sanitätskonzept von dieser Rentrée anbelangt. Und das erste, das ist die Message, den ich immer nicht kriegte, wenn ich gefragt habe, was steuert dann am meisten oder was sollte man da wirklich auch vorstellen. An den Präsident von der Nationalen Elternvertretung hat heute Morgen auch noch einmal ganz klar wiederholt und eigentlich selbst ein Thema ernährlich gemerkt, dass das auf der Agenda bei jeder Ränge, bei den Schülern, bei den Eltern, bei den Enseignern und auch ganz oben steht, nämlich, dass man wer solle sichern, dass man die Maske auch nicht könnten ausdauern. Ein anderer Punkt, dass den das letzte auch schon gedeiert hat, nämlich, dass man so Mann wie möglich Kuren sollen ausfallen lassen, so viel wie möglich Kuren am Präsenzunterricht sollen stattfinden lassen. Also selbstverständlich das dritte Ziel, dass den Schutz von der ganzen Schulkommunität für auch, dass man das Virus aus der Schule, aus den Betreuungsstrukturen raushalten, so gut es da irgendwelch geht. Und dabei können wir also auf die Erfahrung von den letzten 18 Monaten basieren. Und es wird dafür auch kein Paradigmenwechsel bei dieser Rentrée sein. Wir haben auf einzelne Punkte den Stufenplan adaptiert. Und wir haben ja, geguckt, dass wir all die Möglichkeiten, die wir haben, all die Möglichkeiten, die wir hatten, und all die Einzelreaktionen, die wir auch im Laufe von den letzten 18 Monaten gewesen haben, dass wir die auch brett behalten an dem neuen Stufenplan, an dem überschaffenen Stufenplan für das kommende Schuljahr. Wir wollen nicht, Schulen ist zu machen, wir wollen auch nicht an den Distanzunterricht gehen, wir wollen auch nicht an den Wechselunterricht gehen, noch vieles anderes. Aber wenn die Situation dafür hat, dann werden wir das auch müssen machen und dann werden wir es auch machen. Und da sind wir auch nicht brett an der Baume auf der Erfahrung von den letzten 18 Monaten, ob wir das möglichst schnell dann auch können zu implementieren. Schon an den letzten Tagen, wie ich das immer machen, führen Änderungen, was das Sanitätskonzept an der Schule anbelangt, führen eine Rentrée, auch noch einmal einen intensiven Echange gehabt mit allen Schulpartnern, mit den Direktionen, mit den Gewerkschaften, mit den Eltern, an den Schülervertretern. Und natürlich gehen Vorstellungen noch an einzelnen Punkten da auseinander. Und natürlich ist immer, wir zu gucken, dass die Mesuren, die wir definieren, dass die auch größtenteils gedroht gehen, verstanden gehen, auch wenn sie nicht immer von jeder Ränge so mit proposiert gehen. Und dafür haben wir auch das Kajanäs müssen gucken, Brücken zu bauen zwischen ganz unterschiedlichen Vorstellungen. Und ich denke, dass das aber auch noch ein Kajan gelungen ist. Wir hatten an den letzten Tagen und Wochen, wie eigentlich sowieso immer, auch einen permanenten Austausch mit den Gesundheitsinstanzen, sowohl am politischen Niveau, im Minister, wie aber auch mit der Direktion de la Santé, für dort zusammen noch Lösungen zu sichern, die Sinn machen für den Schulbetrieb und die aber auch Sinn machen, was die Bekämpfung vom Covid anbelangt. Ja, unter den bestehenden Bedingungen, wie man sie heute haben, fängt die Schule eben an, und das ohne Masken. Wenn Schülerinnen und Schüler an den Bänken sitzen, wenn der Unterricht aufhängt, können sie hier Masken ausziehen. Gerade so, wie doch bis jetzt schon der Fall war, da draußen am Schulhof, brauche ich keine Maske anzuziehen. Just dann, wenn der Schüler oder der Enseigner sich innerhalb vom Schulgebäude bewegt oder auch innerhalb vom Klassensaal mal bewegt, da sollen seine Maske undehnen, gerade so, wie die Maske auch obligatorisch bleibt am Schultransport, an der Maison Relais. Also so, dass man die Regeln, die man über den Sommer hat, mit der man auch gute Experienzen gemacht hat, dass wenn eine Gruppe gräst von 10 über Schritt ist, wo kann er bei ihnen eine Aktivität machen, dass sie dann die Maske sollten undehnen. Der Tisch kann er die Maske eigentlich auch immer dabei, aber wenn sie eigentlich über 10 wollen, etwas zu Summe machen, dann dienen sie die Maske auch an. Masken
hunn natierlech hire sanitäre Rolle erfüllt, hunn die pädagogisch erbecht, aber ganz besonders auch entraveiert, behindert. Und dafür sind wir froh, dass wir lo können generell darüber verzichten. Aber wir wissen aber, dass sie weiterhin auch mal notwendig werden sind. Nämlich dann, wenn ein Kontakt mit dem Virus hat. Dann, wenn ein positiver Fall in einer Klasse hat, also ist ganz klar, dass Maskepflicht da ist für die Klasse. Bis dann auch 60 Stunden noch schwierige Tests gehen, also hoffentlich negativ getestet gehen. Also so lange muss ich ihn dann recht nächst unheilen. Das heißt, es gibt keine generelle Maskepflicht mehr. Ja, wird man Männermaske gesehen an der Schule. Aber dann, dem Moment, wenn der positive Fall ist, dann wird aber schwieriger seine Maske unten. Und ich meine, dass das, wenn man Masken zibliert ansetzen, dass das Sinn macht, dass das verständlich wird. Und dass das als für uns allem, aber auch nach weiterhin sanitär, wird helfen. Ich will auch noch streichen, dass die Maske ist nicht verboten. Ja, es kann ihn sie undin. Es gibt keine generelle Obligation, aber es darf ihn sie natürlich undin. Und das decidiert jeder für sich allein. Der Schüler decidiert das für sich, der Enseigner decidiert das für sich. Das ist nicht, dass der Direktor es für all seine Enseigner decidiert. Und das ist auch nicht, dass der Enseigner es für all seine Schüler decidiert. Es gibt keine Obligation, mir natürlich als Schüler freigestellt zu decidieren, dass dann auch an der Klasse sein Maske wird unheilend für sich vielleicht ein Stück weit mehr nach zu protegieren, für sich auch vielleicht besser zu fühlen. Aber wenn es gut fühlt, wissen wir, dann lehrt den auch besser. Dieser Schritt in Richtung von der Normalität, den gehen wir an dem Mal gleichzeitig, aber tun soll von den Schnelltester, die wir an der Schule machen, aufpassen, ja, auch nur Uhren aufpassen. An der Grundschule ist es so, da hatten wir bis einen Schnelltest, den an der Woche an der Schule gemacht hat, an einen weiteren haben wir nach Mathem gehen. Wir machen da in Zukunft zwei systematisch an der Schule pro Woche. An Enseignement Secondaire, da ist es so, dass einmal die Woche an der Schule wird getestet gehen, an auch einen Schnelltest wird Mathem gehen. Die Tester sind freiwillig, und das wollen wir auch so freiwillig beibehalten, auch wenn wir da mal gute Erfahrungen hatten. Über 90% von den Älteren haben als über sämtliche Orte des Enseignements die Autorisation gegeben, für ihre Kinder zu testen an der Schule. Kinder am Fundamental, die Jungen am Lycée, Kinder am Kompetenzzentrum, über 90% sind da mal auch alle Woche an der Schule getestet gehen. Das ist also eine große Akzeptanz. Und ich denke, dass wir darüber sollten aufbauen, die freiwillige Akzeptanz von den Testern noch vielleicht weiter zu stärken und nicht unbedingt ob eine Obligation müssen über zu gehen. So wie bei den Masken, wo es so ist, dass wenn der Virus präsent ist, dann ist die Maske auch mehr präsent. Also da war auch beim Testen. Da, wo der Virus präsent ist, sind Tester noch einmal mehr präsent wie am alltäglichen Schulbetrieb. Nämlich sobald der Virus präsent ist, dann haben wir schon ein kleines Paradigmenwechsel angebaut für die nächste Rentrée. Das ist eigentlich die größte Änderung, die wir vom System hier proposieren. Nämlich dann, wenn der Virus präsent ist an der Klasse, wird ein Unterricht unter den Bedingungen vom 3G stattfinden. So, ja, ein bisschen so, wie wir es eben auch am Covid-Check-Regime kennen. Nämlich, dass die Schule und die Maison Relais weiter normal können funktionieren, auch am Fall von einem Kontakt mit einem oder zwei positiven Kinder und Jugendlichen, nämlich dann für die Kinder, die entweder geimpft sind, die geheilt sind oder die getestet sind. Dann, wenn der Virus präsent ist an den Szenarien 1, dann 2, also bei einem oder zwei positiven Schülern, gehen für die nicht geimpften Kinder alle 48 Stunden Schnelltester an der Schule organisieren. Schüler, die weder geimpft sind, noch getestet werden gehen, dürfen unter diesen Bedingungen aber dann nicht mehr an die Schule kommen. Sie kommen auch während der Schulzeit in Quarantäne. Es bleibt dabei, am Fall, wo ein nicht geimpfter Kontakt mit einem oder mehr positiven Schüler hat, da dürfen nicht an allen anderen gesellschaftlichen und auch Vereinsaktivitäten teilholen. Da essen dann eben in Quarantäne. Die Exzeption von der Quarantäne, die gilt eben just auch für die nicht geimpften Schüler,
wann sie sich freiwillig testen lassen. Also gilt dann auch nimmer für die Schule und für die Maison Relais. Hallo? Also eine Verpflichtung, die durch, also als der Toten auch eine Verpflichtung, die durch eine Ordonnance vom Direktor von der Santé wird ausgeschwert geben. Ich würde zu den Kompetenzzentren, da ist es so, dass man eine systematische Quarantäne auch schon beim Kontakt mit einem ersten positiven Fall hatten. Da wirseln wir auch an den generellen neuen Modell rüber, wo bei einem ersten oder zweiten positiven Fall dann für die Geimpften eben Möglichkeit besteht, weiter an die Schule zu kommen. Und für die Nicht-Geimpften können auch weiter an die Schule kommen, wenn sie sich dann testen lassen. Impfen und Testen sorgt für mehr Sicherheit. Nochmal ab dieser Rentrée. Impfen und Testen, als aber auch für die Schule, für die Kinderbetreuung und für alle anderen Kinder- und Jugendaktivitäten der Schlüssel zurück an die Normalität. Wir feiern hier ja irgendwie den Prinzip oder Prinzipien vom Covid-Check tun wir da nicht generell an, mehr aber dann, wenn man einen Kontakt mit dem Virus hatte, wenn der Virus also eigentlich dann auch obligiert. Die Frage als Dachsgestalt in an den Medien, in der Chamber, aber auch an den Diskussionsrunden mit den Schulpartnern, die ich nach dem Anfang von der Woche hatte, wie wird man nicht schon generell unter den Covid-Check-Regime setzen? Das funktioniert auf vielen Plätzen ganz gut. Aber wir werden nicht schon auch so organisieren. Nun, es gibt ein paar gute Gründe, und ich will die aber kurz noch ein paar erläutern. Das Covid-Check-Regime ist immens erfolgreich und auch gedurcht von der Regierung für punktuelle Aktivitäten. Dann, wenn ich ob der Fan um Glassi will gehen, wenn ich an Disco will gehen, wenn ich an Kino will gehen, wenn ich auf den Konzert will gehen, wenn ich eine große Manifestation will organisieren, wenn ich bei mir daheim ganz viele Leute will invitieren, dann wird auch immer etwas wert, einmal stattfinden, dann ich will auch einmal dahin gehen. Da möchte der Covid-Check absolut Sinn und hat uns auch bei der Gestion von der Krise enorm geholfen an den letzten Moment. Dann aber, wenn ich eine alltägliche Aktivität habe, wenn ich Tag für Tag an die Schule gehe, Woche für Woche, dahin gehen, dann ist das sicherlich ernst, und ich denke, da muss man auch eine Lösung finden, die wir ja hier proposieren. Und der große Unterschied ist ja aber zwischen all den Manifestationen, die ich schon abgezählt habe an der Schule, dass wir eine Obligation scolaire haben, dass wir Recht auf Bildung haben und eigentlich nicht Möglichkeiten, auf jeden Fall laut meinem Verständnis nicht Möglichkeiten haben, die Schüler, die man an der Schule können, die nicht geimpft sind, die nicht getestet sind, einfach heim zu schicken. Und es wäre ja auch nicht nehmen, dass dann für einen Tag oder vielleicht in einer Quarantäne für eine Woche heim geschickt gehen. Nein, er geht Woche für Woche heim geschickt gehen, bis er dann entweder sich aber impfen oder testen gelöst hat oder solange die Situation dieselbe noch immer wäre. Und da fährt nicht, dass die Schülerinnen und Schüler ihre Obligation scolaire nicht mehr können nur kommen, nicht mehr dürfen nur kommen und dass wir dem Recht auf Bildung werden. Kann er an die Jungen hier zu Lützeburg aber verfassungsmäßig auch, was ihnen zusteht, dass wir dem nicht können nur kommen. Und es geht ja auch nicht mehr Sinn machen, wenn dasselbe System auch für alle anderen Kinder- und Jugendaktivitäten gelten. Es geht ja keinen Sinn machen, kann der Schüler muss für die Schule umzudrehen, weil in den Bestimmungen vom Covid-Check nicht geht, entsprechen und das dann einfach mit ist. An anderen Aktivitäten gut nicht mehr zu gucken, und da könnten dann einfach hingehen, das denken, ich gebe auch kein Verstehen. Und darüber hinaus haben wir wirklich kontrainant Maßnahmen zu Lützeburg, aber probiert, soweit es geht, zu evitieren. Es gibt ein paar Plätze, wo dann auch eine Testpflicht mittlerweile besteht, wenn ich als Visiteur an ein Altersheim gehe oder auch an Spital gehen, muss ich das machen, mit gutem Grund, weil da ja einfach eine Aussammlung von wirklich vulnerablen Leuten, von vulnerablen Menschen ist. An der Schule ist das aber nicht der Fall. Dafür haben wir es eben nicht für ein generelles Covid-Check-Modell für die Schule dezidiert. Mit der Idee vom Covid-Check könnte dann zur Applikation, wenn der Virus präsent ist, also an den Klassen, also dann entweder, dass ich geimpft sein muss, oder mich alle 48 Stunden muss testen lassen oder geheilt sind, für dann auch können normal weiter zu funktionieren. Normalität heißt eben heute, dass die Schule, in der Grundschule, am Lycée, auch in der Maison Relais, kann weiter funktionieren, gerade wie an den
Kompetenzzentren. Normalität heißt, dass das Berufsleben von den Älteren wird Männer perturbiert gehen, wenn man Männer Quarantäne werden, und weil kann auch mit einem Kontakt, mit einem positiven Durchimpfung oder Testen, dann aber kann weiter an Schulen und an Maison Relais gehen. Die Klassen werden nicht mehr, wie bis Lodax der Fall war, alle Kerl gesagt gehen an der Schule. Sie können auch an der Sportunterricht gehen, sie können auch an die Kantine gehen, wo man durch auf die Feier, selbst wie am Restaurant werden beibehalten. Und man kann auch im gemischten Auditoren zulassen, wenn man in einen Optionskurs geht, dass dann kann er eigentlich vollständig von ihrem schulischen Programm auch können profitieren. Die Normalität erreichen wir an den Schulen, wenn wir als Impfen regelmäßig testen lassen. Ich würde zur Manier, wie wir weiter gestionen wollen, umgehen von den Schulen vom Covid, die gemeinsamen Strukturen, die wir im Laufe des letzten Jahres geschaffen haben, Santé und Education, werden voll bestehen bleiben. Auch da als Zeichen auf Kontinuität gestalten. Gruppe Pilotage Covid-19 an Education wird wöchentlich, wann es muss sein, was Situationen dafür hat, täglich die Verbreitung vom Virus analysieren, an der Politikrekommendationen unterbreiten, darüber zu reagieren. Ich denke, da ist Reaktivität, da ist Flexibilität, ein bisschen Trump am Ärmel. Am Kampf gegen das Virus an den Schulen, an den Betreuungsstrukturen wären, die muss man unbedingt beibehalten. Und dafür brauchen wir permanenten Austausch, eine permanente Analyse und auch eine Reaktivität daran. Wir können zu allen Zeitpunkten auch nicht punktuell oder generell zurück auf Maßnahmen kommen, wie ich für Droge sollte, die wir aus dem letzten Schuljahr kannt haben. Wir wünschen uns nicht alle Guten zurück, mehr, wann es notwendig wäre, geben wir auch die Decisionen daheim. Und zusammen auch mit der Santé wird man gucken, Schüler, Enseignants und Eltern auch über die Impfungen abzuklären, an ihnen auch punktuell mit Möglichkeit zu gehen, an der Schule sich impfen zu lassen. Wohl verstehen, dann nicht mehr, wenn die Eltern d'accord sind, können auch kann er an der Schule geimpft geben. Weiteren Schritt Richtung Normalität geht auch an anderen Aktivitäten, an allen außerschulischen Aktivitäten. Kolonien wird man jetzt erleben, da unter dem Covid-Check-Regime haben wir gute Erfahrungen, die wir zusammen gemacht haben, wollen wir auch den Schulklassen erleben, da wo Pausen noch versät waren, wo Pausen nicht, wo die ganze Schule nicht konnte, man den einen an Pause gehen, wo mit der Stunde versät waren, auch das muss nicht unbedingt so bleiben, kann also auch normalisiert gehen. An der Maison Relais, und ich gesagt, wird der Maskengericht ab einer Gruppe gericht von 10 obligatorisch gehen. Musikschulen können funktionieren, Jugendhäuser können hier Lehre weiter abmachen, all peri- und parascolär Aktivitäten können prinzipiell stattfinden. Und das ist auch von großer Wichtigkeit, von großer Bedeutung, nicht zuletzt auch für den mentalen Equilibrium von ganz vielen Kindern und ganz vielen Jungen. Weiterhin, also dass man eben Schulen an Kanner, an die Jung, muss gucken, dass sie nicht die sind, die die Verbreitung von Covid-19 besonders stark weiter treiben, dass man eben da die Verbreitung über die Schulen, bei den Kanner, bei den Jungen limitiert kriegen. Männer für die Jung selber zu schützen, mehr nach immer für andere Menschen zu schützen, sodass den Erfolg, den weiterhin von den Jungen und auch von den Schulen an den anderen Institutionen gemerkt wird, ein großer Gest von Solidarität. Auch das. Weiterhin werden wir aber auch gucken, die Schule für alle so lange wie möglich abzuhalten, weil wir Normalität wollen für die Schule, Normalität für die Kinder, Normalität für die Jungen. Und dabei haben wir eben neue Instrumente, die wir par rapport zur letzten Rentrée am September 2020 eben noch nicht hatten. Impfungen schützen nicht nur für eine Infektion, eine schwere Krankheit. Impfungen ermöglichen als all Leben, wenn wir vor Covid gewinnt wären. Und das gilt sicherlich auch für die Schulen. Und das gilt auch für die Jungen, soweit sie sich können impfen lassen. Aber für die, die sich noch nicht können impfen lassen, du hast das von allem die Schüler, die sich nicht können impfen lassen, hier freie Zurückkehren kriegen, an dem sie sich regelmäßig testen lassen. Regelmäßig an der Schule, am normalen Wochenrhythmus oder eben dann gezielt am Kontakt, nur im Kontakt mit einer positiver Person. Das denken, das ist eine Voraussetzung. Eine wichtige Voraussetzung für Schulen, aber Betreuungsstrukturen noch an diesem Schuljahr können abzuhalten. Das ist eine Voraussetzung für die Kinder an die Jungen, die freie zurückzugehen,
die sie brauchen, für sich gut können zu entwickeln. Vielen Dank, merci, mal bis dahin, für Ihre Aufmerksamkeit, dann ich gebe dann weiter an Paulette Lehner. Ja, merci, guten Morgen. Ich soll mich kurz von meiner Seite, ich gebe gerne unterstreichen, dass wir den ganzen Sommer hier aktiv zusammen geschafft haben, für die neue Situation, die den Hirsch dabei ist, Rechnung zu drohen. Kann als Inndeel von unserer Gesellschaft dann noch einmal die wünschen, dass man in Klammer kein Drohnen drin zu setzen an dieser Pandemie und in das Leben so normal gestalten, wie es irgendwie möglich ist. Außerhalb von einer Pandemie, so ist das nicht möglich. Das ist eine Situation, für das Wunschdenken ist. Wir müssen nun als Kanner denken, dass eine ganz große Herausforderung hat, Recht auf Bildung, hat Grundrecht auf Bildung zu assurieren, hier Normalität aufrechtzuerhalten und trotzdem sowohl sie selber zu schützen im Kontext von der Pandemie, aber auch sie als Vektor vom Virus so zu surveillieren, dass wir das Ganze global am Griff behalten. Die Situation für das Rundreh ist ein ganz anders, wie es letztes Jahr war. Das fordert von uns alle Guten nicht nur eine Ausdauer mit einer langen Pandemie, mit der wir zu dienen, sondern auch für alle eine ganz große Flexibilität. Das ist nicht einfach gewesen, vorauszusehen, wie man sich abstellt für das Rundreh, weil man viele Parameter hatten, die wichtig sind, die ausschlaggebend sind, die einfach noch nicht bekannt waren für ein paar Monate. Die wichtigsten davon war der Progress von der Vaccination, mit einer Vaccinationskampagne lanciert, und die determiniert ganz stark, wie der Virus sich wird rumspiegeln im Niveau von unserem Gesundheitssystem in anderen. Und da sind wir ganz, ganz froh, wir können feststellen, dass das gut gegriffen wird. Zu Lützburg haben wir gerade am Enseignement gucken, sehen wir, dass die Leute, die sich können, die Möglichkeit haben, sich impfen zu lassen, auch wirklich davon Gebrauch gemacht haben. Das konnte ich am Anfang nicht so wissen. Ich wollte aber auch vom Mikro profitieren, für jeden Fall ein Merci zu sagen, den ganz heiligen Tod, den wir haben am Enseignement, das ist ein ganz wichtiger, determinanter Schritt für die Schulen sicher zu kriegen. Das ist ein Platz, wo viel Aktivität ist, wo viel das Herz vom sozialen Leben für uns jungen Leute. Und da wird der Virus drinnen. Und da ist natürlich extrem wichtig, dass so viel wie möglich Leute geimpft sind. Das ist der beste Schutz, den wir können an Platz haben. Und da nirgend für die, die eben die Möglichkeit noch nicht tun, und das sind nun eben mal die Jungen, für alle Männer 12 Jahre, die einfach die Möglichkeit nach Gunnen tun, für dort dann mit allen möglichen Mesuren präsent zu sein. Wir werden als Morgen noch verstärken, für die Rundreh, und das zusammen ausgeschafft, für wirklich Paraport zu einer Variante, wo wir entretemps wissen, dass sie mehr aggressiv ist, in dem Sinn, dass sie sich noch mehr schnell weitergeht, also auch kann sie weitergehen, für dort noch mehr präsent zu sein, eben rund um die Leute, die noch nicht geimpft sind, mit einer verstärkten Teststrategie. Muss ich wissen, dass Teste vielleicht am Großen sind, wie man den Large-Scale-Testing kann, zu bislo nicht mehr unbedingt sind, weil wir generell zu ganz viel geimpft sind. Das ist eine ganz andere Ausgangsposition. Mit mir aber umso mehr sind, da präsent sind, wo die Leute nicht geimpft sind. Und dafür wirklich diese Option, für wirklich auch an der Schule bei den Jungen zweimal die Woche zu testen, dass wir sicher sind, dass es gemerkt ist. Das ist ganz wichtig. Und durch den agreablen Side-Effekt, das kann er dann auch einen zertifizierten Test haben, den ihnen am normalen Leben außerhalb von der Schule dann noch erlaubt, wo Covid-Check-Regime sind, mit dem Zertifikat können ranzugehen. Das ist ein gutes Sache, das evitiert, dass nach mussten zusätzliche Tester auf der Platz gemacht gehen. Die Tester sind ja gültig für 48 Stunden, aber wenn wir das schon mal zweimal die Woche an Platz haben, dann hast du schon einen großen Teil von der Woche mit aufgedeckt. Darüber raus sind wir natürlich auch mit dieser Teststrategie, die heute Tieren, gerade wie das bislang der Fall war, direkt präsent mit den PCR-Tester. Das wird weiter bestehen. Wir werden uns ganz erfahren, da aufrechthalten für den sechsten Tag, wenn das der Fall ist, für den sechsten Tag dann an Schule PCR-Tester machen zu gehen. Also selbstverständlich, auch wenn Cluster sind, genau wie auch außerhalb von der Schule, dass das vielleicht gestern nicht richtig zum Ausdruck kommt, werden wir noch immer mit gratis PCR-Tester auf der Platz sind. Wir haben 7 mobile Equipen, die den Laboratoire National de la Santé, die ganz aktiv in der W sind, einerseits an der Schule, wo wir schon ein lang zusammennehmen, ich glaube, die wir schon können zurückgucken, die werden aufrecht erhalten gehen, mehr auch außerhalb von der Schule, wann irgendwo ein Aussatz ist, wo wir an der Inspektion Sanitär gesehen, dass der Virus weitergeht, dann gehen wir auf Platz, und da gibt auch natürlich da präventive Clusterprävention zu machen, noch immer PCR-Tester gratis weitergemacht. Das sind Standbinder von unserer also eine ganz normale Teststrategie, die absolut gut nicht auf hochgestellt sind zu diesem Zeitpunkt. Selbst auch, wenn ein Kind Symptome hat, wenn es krank wäre, auch nach immer heuerem den Abruf, dass das gilt vom ersten Jahrhundert, das gilt halt zu Lützburg auch hautnah, wenn das noch nie abgehalten.
Wenn es geht bei dem Doktor, ihr könnt Telekonsultationen machen oder normal bei dem Doktor gehen, dann gibt es eine Ordonnance und dann gibt es doch selbstverständlich einen PCR-Test, den von der Krankenkasse überholt. Das ist missverständlich gewesen. Gestern hat es von die Frohlo ganz oft gestaltet kriegt, dass das absolut gut nicht auf Ruhe gestaltet. Das ist etwas, was man weiter fördern, was man nie abgehalten haben zu machen. Also, jeder für ihn, den Gefühl wurde, wer krank, den sich krank spürt, der soll bei dem Doktor gehen. Das ist die beste Prävention, die wir können machen. Wir können nicht dem Impfen, was wir gucken, weiterzubringen. Auch an der Schule, ich gebe das auch in der Streich, wir werden nur am Hirsch auch nach Mai-Enke zusammen schaffen, um zu gucken, wie wir die Impfung auch mit nur bei der Schule können bringen. Wir sind während der Vakanz auf den Vakanzplätzen in der Wege gewesen. Mit der Rentrée werden wir verstärkt auch gucken, wie wir bei den Betrieben können gehen, wie wir bei der Schule können gehen. Für auch da sowohl die Informationen wie auch die Impfung selber dann den Leuten nur zu bringen. Mit oder nicht, dass natürlich Testen immer noch das, was gilt, dass wir können die Infizierten sich schnell identifizieren, schnell raus aus dem Verkehr holen, über Quarantäne isolieren, für das es eben nicht weitergeht. Das ist ein Kurs, auch weiterhin. Sie ist noch nicht gewonnen, wir haben alles an der Hand vier. Das heißt, weiter impfen, aufmerksam bleiben, wirklich vigilant bleiben, wann etwas steht. Wir werden alles machen, auch zusammen mit der Education, für wirklich mit unseren Equipen präsent zu sein, für die Tester zu assurieren, für am Arzt zu behalten. Und das geht auch wirklich, tatsächlich, da ja gemacht Reunionen sind, einmal vor mir als Leute schaffen, tatsächlich zu summen, für wirklich so schnell wie möglich zu sehen, wo ein Problem ist, sondern noch do reaktiv zu sein, direkt do zu sein, präventiv zu gucken, für das Ganze anzufangen, dass es nicht weitergeht. Voilà, das wäre von meiner Seite zu den Tester. Ich meine, das bin ich für Freunde. Klingt auch denn für RTL Tele. Ich wollte freuen, wie es mit dem Sickel in das, den oder Logo nicht durchgeschaut. Wie hast du mit dem Tester? Ja, merci für den Hinweis. Effektiv, ein bisschen Detail am Zirkel 1, also so, dass den Schülerinnen und Schüler nicht sich selber können testen und auch Personal sicherlich nicht überall lutieren, dass wir das für das zu machen. Dafür bleiben wir da bei dem Regime am Zirkel 1, das ist eine Ausnahme, wie wir bis jetzt hatten. Das ist an dem Szenario 1, wo ein positiver Fall in der Klasse hat, geht es ein Mise à l'écart, kann er weiter an die Schule kommen, außer die positive selbstverständlich, und wird dann eben mehr isoliert an der Schule funktionieren, und dann ab dem zweiten Fall, also den Quarantäne, wie bis jetzt. Können sich nicht testen lassen an der Schule, wir brauchen aber auch das Resultat von denen Tester, geht nicht nur eben just mit dem zu gehen, weil der Fall ist, dass die zwei Tester mit dem gehen, am Sickel 1, mit darüber können wir es nicht basieren, für eine Ausnahme dann auch von der Quarantäne zu justifizieren. Dann die zweite Frage, wenn wir von Autotester schwatzen, bleibt es da bei den Tester durch Nuss oder kommen da auch vielleicht Spaltester? Bis jetzt ist es so, dass wir noch weiter die Tester haben, die auch vor dem Sommer angesagt haben. Das ist aber auch so, dass eine Ausschreibung gemacht wird, dass von der Sante für neue Tester zu bestellen. Es gibt Mengen Informationen, dass das ein Tipp, der lo liegt ähnlich, dass es mit denen immer Tester, die durch Nuss gehen. Das ist nämlich genau dasselbe Produkt. Man wird probieren, das so abzudehlen, dass die für Namen die mit kleinen Kanner bei dem Produkt werden bleiben, den sie hatten, weil sie das können, dann die mit groß und die jung, dann auf den neuen Werten überwechseln. Und ich denke, das kennen wir alle gut, und die Jungen, die kennen das auch mittlerweile, weil ja, aber nicht nur an der Schule Schnelltester oder Selbsttester möchten wir das also einen gewissen Automatismus gehen und gehört zu also bleiben dazu, dass das keine größere Umstellung wird sein. Dann die letzte Frage, die hat gesagt, periparaskoläre Aktivitäten können nicht stattfinden, weil man nicht ganz klar ist, dass auch dann Rang in der Covid-Check oder seit wir an der Maisonre Lé, dass ab 10 eine Gruppe von 10 dann Remasgas, wie können die stattfinden? Das ist von allem alles, was rundherum Schule stattfindet, das ist dann das selbe Regime wie an der Maisonre Lé. Wir natürlich können auch alle anderen Vereinsaktivitäten stattfinden, mit natürlich gewissen Einschränkungen, die gesehen, wenn ich einen gewissen Zoll überschreite, das sind doch nicht die Zinge, für den Sport das definiert, für andere Aktivitäten das definiert, für große Manifestationen mit Spektatoren und so weiter, also definiert, das kann ja alles auch stattfinden. Wir haben auch zum Beispiel an der Lyceen viele Aktivitäten, außerschulische Aktivitäten, die extrem eingeschränkt waren, die denke ich aber auch immens wichtig sind für die Jungen, sich auch da können, zu begegnen und zu aktivieren. Und die können auch stattfinden.
Carol Schimmer vom 107. Wie wisst ihr, dass 87% von Enseignants geimpft sind und sind die anderen eventuell geheilt? Na, das kann ja auch sein. Geimpft sind die geheilt? Geheilt, also die es hatten. Und dann, wie gesagt, das an den Maison Relais, mit dem Taux de Vaccination oder durch Informationen, wie gesagt, ob der Uni aus. Oder es gilt auch das Prinzip von der Autonomie von der Uni. Was Sanitärkonzepte anbelangt, also sicherlich nicht so, dass du im Prinzip von Autonomie anbelangt, mit fällt nicht in der Schulen, aber natürlich haben sie sich hier Sanitärregeln auch gegen die Mata Santé aufgeschwert, sind ja auch ähnlich sind, wie das, was wir sonst dort erkennen. An die Informationen, die ich letzte Woche annonciert habe, wird ein Tod der Vaccination bei Schüler an bei Enseignen anbelangt, habe ich von den Servicen von der Santé gekriegt. Ja, ich kann auch gut zusammenkommen und zu Sterne kommen. Kann effektiv ganz präzise, contrairement zu anderen Kategorien, wo es nicht möglich ist, so präzise zu haben, weil wir eine klare Datenbank haben. Wir können die Enseignants relativ klar ordnen an der Datenbank, und dann geht es pseudonymisiert, dann kreuzen wir mit der Datenbank von den Vaccinationen. Für was können wir die Schiffer so klar affirmieren? Weil wir wirklich eine ganz verlässliche Datenbank. Und wenn ich das Beispiel hole am Gesundheits- und Pflegesektor, das ist viel, viel mehr delikat, weil an dem Sektor zum Beispiel ganz viele Frontalien sind, ganz große Prozentsatz, wirklich ein signifikativer Prozentsatz. Ja, wir haben aber nicht mehr den ersten Mal von unseren Residenten hier an unseren Datenbanken und darüber raus sind, die nicht unbedingt so, da hunderten Akteuren, die das angehen, und das ist nicht so proper repertoriert. Das haben wir gemerkt, dass auch bei den Invitationen am Landsgeld-Testing die Kategorie Sozioprofessionellen, die einfach nicht so rein sind von der Datenbank hier, wie zum Beispiel die von den Enseignants, weil das ein Source ist, und die sind extrem proper, und da wissen wir das komplett. Aber bei anderen wissen wir pertinent, gerade an dem großen Sektor Sozial, dass das oft die Sachen, die an einem falschen Mokle repertoriert wurden. Wir haben das gemerkt, an dem wir zum Beispiel viele Invitationen zurückgekriegt haben. Am Anfang haben wir ganz viel müssen darauf schaffen, dass wir nicht die Qualität und Datenbank. Ich weiß, dass dort froh gestaltet ging, also wenn das dann noch so für alle Kategorien kriegen. Und das ist leider nicht der Fall, die dort die Professionen sind, mehr klar dort zu achten. Mit bleibt aber anonym, das ist dann absolut, ja, das ist pseudonymisiert, ja. Das ist konform natürlich zu den Datenschutzreglementen. Und, das ist nicht, dass ich dort Leute individuell mit dem Namen irgendwie kreuzen, das pseudonymisiert, so wie das sondern die Regeln der Lehre soll sein. Mhm. Also ich will auch da noch einen Streich, weil ich die Vortragsgestalt kriege von den letzten Tagen. Ich weiß nicht, wie ein Enseigner geimpft ist, wie ein nicht geimpft ist. Das ist auch gut so. Und das interessiert mich auch nicht. Ja. Mhm. Die Erklärung da, also auch die Antwort auf die Maison Relais, da ist es mehr komplex, wie eben bei den Enseignern. Die Enseignern in der Regel E-Patron haben aus der Education Nationale. Das ist ganz unterschiedlich an den Maison Relais. Und dafür ist es auch da mehr schwierige, präzise Prozentsätze können zu affichieren. Und du willst aber dabei bleiben, wie das aber eine Population ist, die nicht vacciniert, also die Kanner in der 12 Jahre, weil da du am Anfang nicht das Personal aber dazu bringen, zu melden, ob sie vacciniert sind oder nicht. Ich meine nicht, dass ich auch nicht, mir auch hier Patron nicht die Möglichkeit haben, das zu frohen. Mit den Kindern aber anderen. Ich denke, dass das nicht denkbar ist, dass ein Patron fragt, ob sie Beschäftigte vacciniert sind oder nicht. Ich meine, dass das eine medizinische Information ist, wo nicht jeder Recht drauf hat. Und da sind wir im Bereich von der Protektion von medizinischen Informationen oder vom Datenschutz im Allgemeinen. Also einfach aus das nicht, und das sollte man auch respektieren. Ich meine noch, dass für mich es wichtig wäre, zu wissen, dass die Enseignants sich an einer ganz großen Majorität impfen gelassen. Und ich gehe davon aus, dass Verhalten von den Edukatrissen und Edukatoren an der Maison Relais nicht grundsätzlich ähnlich das ist. Das ist für mich eine wichtige Information, die zu haben, wenn wir die Rentrée präparieren und planen. Weil dadurch werden wir auch Infektionen verhindern, weil einfach die Infektionen so schnell werden, auch über die professionell weitergehen. Aber darüber heraus interessiert mich nicht. Und dass wir weiterhin zusammen mit der Santé auch gucken, zu informieren, zu sensibilisieren und vielleicht auch einst zu ermöglichen, sich an oder anderen Schulen dann noch impfen zu lassen. Das tun wir auch für den nächsten Programm. Aber ich ging wirklich da warnen, Informationen bei Ihnen zu drohen, wie ein geimpft ist und wie nicht geimpft ist. Das geben Klima auch gehen, wird das auch gut nicht dinglich werden. Eine Frau und Madame Lina, am Sekundär den Test an der Schule, an den Test, den ich kann du machen, wie hast du mit der Zertifizierung?
den von duhem kann ich ja nicht zertifizieren. Nee, außer die Leute können anzwischen machen, ob ein Platz, wo sie eine zertifiziert kriegen, dann haben sie das natürlich, mehr im Prinzip ist das nicht der Fall, dass das für eine Population, die sich auch schon eine Möglichkeit hat, für sich impfen zu lassen, und sich insistiert, doch am Moment eben mit dem Variant, der zirkuliert, für die zweimal die Woche sicherzustellen, wo die Kategorie Leute sind, die einfach überhaupt keinen Zugang zu der Impfung haben. Den Tod der Vaccination auf der Uni, das könnt ihr nicht so rausfinden, oder? Bei den Enseignern, meinst du? Ich kann nicht das nicht so pauschal gucken. Ja, ja, okay. Schon aber noch eine andere Frage über ein anderes Sujet. Als Informationen noch für sich zu schämen, aus dem Kontrakt vom Südspital rauszukommen, oder Kenntnis davon, und wie ist die Position eventuell vom Vertreter am Conseil d'Administration vom Scham dazu? Schon Kenntnis davon, dass ich noch mehr Entrevuen dazu und schon noch die Nachrichtenstellung. Ich werde mal ein detailliertes Briefing dazu kriegen. Und wir müssen noch an der Chamberkommission mal den Morgen für uns darüber auszutauschen, sodass das heute nicht ein Zeitpunkt ist, Bestellung zu haben. Aber das bedeutet auch, dass ihr zu retarden könnt an der Planifikation, wie das da eben noch steckt, würde auch konzerniert, müsst ihr alles rum frisch gemäht gehen, oder? Kann ich ein Detail nicht so und das steht bei mir am Anfang anschließend und für mich da am Detail anzuschaffen und da werde ich im Moment venu Stellung holen, wenn ich bis den Durchblick habe. Mehr Retares voraussichtlich. Könnte man a priori nicht auszuschließen, so wie das sich unheuert, wenn etwas nicht so läuft, wie geplant ist, führt das normalerweise nicht dazu, dass es direkt mit schnell geht. Okay, merci. Na ja, Fanny Kinsche, Merdeer Radio. Die schreibt dann nach Deplion, so was ich richtig verstehe, dass nehmen nach einmal dem Mond soll ein Rapport über die Schulen publiziert gehen. Das war ja bis jetzt einmal vor. Für was den Changement? Ja, wir gucken, dass wir eng zusammenfassen, dass wir regelmäßig kommunizieren über größere Infektionsketten und dass die anderen Chiffren ja auch alle Woche nach von der Santé mit den Alterskategorien publiziert gehen, sowohl an absolute Chiffren wie am Vergleich zum Verhältnis von Neuinfektionen, die Entwicklungen da. Und da haben wir schon gefunden, dass die zwei Rapporten sich ein bisschen überschnitten haben und dass einmal den Mond am Detail mit den Chiffren von der Schule geben dürfen. Die hat wieder gesagt, dass er am Gang sind zu gucken, noch eventuell andere Schulen zu impfen. Wie kann diese Stadt konkret vorstellen? Weil du für meinen Impfpuss hinzufahren und Schüler also spontan impfen zu lösen, das konzerniert oder just der IVA Urschzeng. Die Million braucht hier den Akkord von den Älteren für dich. Wie kann das konkret aussehen? Also das klar, dass kein Minderjähriger wird geimpft, kein ohne Akkord von seinen Eltern, und wie ich schon gesagt habe, also für mich an zwei Schritten muss das geschehen. Für die aller Rechner eigentlich informieren, abklären, Möglichkeit geben, Fragen zu stellen über die Impfung, auch Jungen hat Fragen oder seine Eltern haben Fragen, das ist eine erste Etappe. Und dann geben wir auch sämtliche Eltern ausschreiben, ob sie d'accord wären, soweit hier kann er nicht schon geimpft sein, dass das an der Schule gemerkt wird. Und dann geben wir gucken, logistisch von unserer Seite aus, das zu unterstützen, dass nicht die Schule die impft. Da kommen dann einfach Gesundheitsinstanzen, ja, die dann mit der Spritze kommen und die Impfung führen. Mit Recht, das wird sicherlich nicht so sein, man weiß, wie wir das im Moment kennen, über den Sommer. Wir schaffen da drunter und haben es gut laufen, um zu gucken, wie man das doch an Schule können auf eine praktische Weise ranbringen. Wir hätten das im Moment venu mitteilen. Die Etappen sind nur für dich effektiv informieren, überzeugen. Das ist eine große Priorität für die nächsten Wochen. Und da werden wir am Laufe vom Hirsch doch sicherlich eine Solution finden, wie wir da können effektiv auf dem Platz impfen. Gehen da das just machen von allen Eltern d'accord sind? Oder auch wenn just einzeln, also kann ich feststellen, dass dann einzelne Schüler an der Schule geimpft gehen und andere nicht. Ich meine, da könnte ja man nicht froh vom Gruppenzwang. Ja, aber ich meine, da muss man seine ganze Kommunikationskampagne, die wird das Ganze begleiten, den Akkord, das ist auch ein juristisches Vorteil, wenn Mannerjährige sind, wen den Akkord muss gehen. Ich meine, das sind alles die Felder, auf denen am Moment geschafft wird. Das steht noch nicht an den nächsten zwei Wochen und dann, ich weiß, wie flexibel man schaffen, sie ganz zuversichtlich, dass man für den Hirsch ein ganzes Package fährt, stehen, wo dann auch die dort Frauen proper beantwortet sind, wie den Akkord, wie das wird ausgesehen, was man muss, ein Hof und Akkord, wie in einem Fall, und ja, wie den Timing wird sein. Den Detail steht noch nicht. Verstanden.
Nicolas Martin pour l'essentiel. Je voulais savoir d'abord, les autotests sont parfois considérés comme un maillon faible du dépistage. Comment ça se fait qu'ils conserve une telle confiance dans le secteur de l'école? Qui ça? Les autotests. Wenn ich froh richtig verstehe, also die Autotester wären ein maillon faible. Ich gesehen das nicht, also die Autotester haben sicherlich ihre Sinn, gerade wenn sie flaschendeckend angesetzt gehen, mit einer gewissen Regelmäßigkeit, das ist auch der Navi von den Experten. Wenn ich das Wort maillon faible gebraucht habe, ich habe das selber gebraucht, der Pressekonferenzen, da wurde ich da am Regime Covid-Check, wo eben bei unterschiedlichsten Organisatoren auf der Platz die Leute selber machen, wo ich nicht wirklich sicher ist, wie geht das surveilliert, geht das seriös gemacht oder nicht. Ich gehe davon aus, dass ich im Kontext mit der Schule finde ich absolut Vertrauen, dass von der zwei Mal vor institutionalisiert ist, dass das doch vernünftig aufleben. Ich habe absolut keinen Zweifel und den Tester selber. Die Tester sind gut, der Schuss nicht gefuddelt gehen, drauf muss gemacht gehen und das ist eigentlich effektiv eine Hypothese, weil aber an der Schule eine Hypothese, die Kohl dürfte ziehen, hoffentlich mal. Est-ce que vous pouvez confirmer que dans le secteur de l'école, dès qu'un test sera nécessaire, il sera gratuit pour l'élève concerné? Ja, absolut, ja. Das werde ich für drohen in der Strache. Also sowohl Toto-Tester wie auch PCR-Tester, wenn sie gemacht gehen den sechsten Tag oder wenn ein Infektionsgeschehen irgendwo wäre, wo man müsste intervenieren, die sind gratis, selbstverständlich, ja. Quel regard vous portez sur le chiffre de 50% de vaccinés au-dessus de 12 ans? Est-ce que vous considérez qu'à ce stade, c'est un chiffre satisfaisant ou pas? Oui. Ja. C'est un bon chiffre. Also, je pense que les gens ont encore pas de verbuchen, so weit ich das überblicken, wir sind aber voll ganz zufrieden. Ja. David Marcas für die Quotidien. Eine kleine Präzisionsfrage, die du erklärt, wie der Grund erfasst, wenn die Impfungen, was die Enseignern überlangt, bei den Schülern, wie sie doof gelaufen. Was dann einfach mit der Alterskategorie geguckt, die können da vielleicht ein Detail ergehen. Ja, die Schüler wollen wir die erfassen, mal über die Alterskategorie. Einfach über die Alterskategorie. Die 55%, dass die Alterskategorie 12 bis 18 ist. Aber wir gehen davon aus, dass das größtenteils natürlich mit der Schülerschaft am Sekundär überschneidet. Okay. Gut, und dann und den Minister Meisch, ich bin froh, was Sie spezifisch reden, was Kriechen überlangt. Seitdem ich von der Maison relehe, können Sie da eine Explikation dazu geben? Ja. An die Kriechen, was dort Spielregeln sind. An die Kriechen, also dasselbe wie die Maison relehe, das ist, dass der ganze Bereich Service, Education, et accueil, wo man den Prinzip von Masken ab Zing, wobei das aber nicht mehr dann die Foyer auch betrifft, die natürlich Kinder über 6 Jahre haben, also Kriechen für Kleinkinder, das gilt sowieso, da ist kein Mask, und da werden wir für allem auch weiterhin einen ganz engen Sweeping machen von den positiven Fällen, wenn wir wissen, dass Kleinkinder nur bei ihnen sind, sie haben keine Maske an den andere Gestbarrieren sind natürlich viel mehr schwierig zu garantieren, dass die angehalten gehen. Und pädagogisch meine ich auch nicht immer ganz sinnvoll, das zu forcieren. Und dafür wird da natürlich ganz besonders ein Arm drauf gehalten gehen, ob es nicht zu Infektionsketten können, dann auch noch reagiert gehen. Und da also doch so, dass dann eine ganze Gruppe ganz schnell auch in Quarantäne ist. Sidney Wilsch für Tageblatt und Herr Meusch, eine von der größten Kritik vom letzten Jahr war, dass das Schulpersonal relativ kurzfristig auf Änderungen reagieren nach dem Homeschooling. Wie ist der Unterricht? Gehen du schon präpariert Szenarien für das Rentree, wo ein Schulpersonal weitergehen als was auf jeden Fall geschieht? Ab welchem Undelo Klassen aus der Schule vielleicht betroffen sind, gehen da konkret Pläne, die schon ausgeschafft werden? Also alles das, was ich schon mitgedeelt habe, also an diesen Minuten über den Instanzen wie von der Schuldirektion und Enseignern weitergegangen, wobei das allermeiste an der Kontinuität auch weiterlebt, kommen ein Lohengreif und Oblackerungen dabei, kommen die ein anderer Rhythmus von den Tester dabei. Auch das Prinzip, dass eben bei einem Kontakt mit einem oder mit zwei Positiven, dann können 3 Tester an der Woche gemacht gehen, für aber können weiter mit denen Schüler an der Schule zu funktionieren. Das ist neu, das werden wir an den nächsten Tag noch mal erklären, mit das aber noch nicht grundlegend ernst ist. Wir hatten selbst Tester auch schon bis an der Schule. Die sind zertifiziert, gehen das ganze informatische System, den lebt. Ich will aber auch noch einmal
so und das stärkt eigentlich von dem letzten Jahr war als Anpassungsfähig. Das war eine Herausforderung für ganz viele Enseignants, gerade wie für die Schüler, wie für die Eltern, für jeden, den eigentlich der Mutter konzerniert, wer das war. Und wir können nicht ausschließen, dass auch an der nächsten Woche, an der nächsten Mainnecker neue Momente kommen, wo wir dann noch müssen Decisionen holen. Und dafür wäre es wichtig, dass wir an dem adaptierten Stufenplan auch noch darauf hinweisen, ob die Möglichkeiten, die wir haben, und das geht von einer generellen Maskenpflicht, die wir aber vielleicht drin machen müssen, abfeiern, oder punktuell auf gewissen Plätzen, weil da die Prävalenz einfach mehr hoch ist, bis hin zu teilweise Homeschooling, ein Apprentissage en Alternance, wie man auf den jeweiligen Klassen hatten. Wir hatten etwas, wo man am Detail präpariert hatte, wo auch noch immer am Tierrang leitet, dass wenn es ganz schlimm geht, kommen, geht man sämtliche Aktivitäten außerhalb von der Schule an der Mitte. Geht man die zu machen, dann geht man die Schule Neues noch abhalten. Wo man glücklicherweise auf keinen Platz gebraucht, mit das eng von der Möglichkeit nicht mehr am Stufenplan hin, bis hin zu dem, was man dann gleich zweimal müssen machen, nicht einmal an der Grundschule, nämlich zweimal eine Woche Homeschooling dezidieren, weil wir schon die Impression hatten, sonst käme man das auch nicht mehr nach. Ich will das alles nicht, mich kann aber auch nicht ausschließen, dass die Situation nicht geht. Erfordern. Und dann muss man natürlich auch schnell reagieren. Das haut nicht vorauszusehen, ob man 400 oder nur der Allhelge Vakanz, 400 oder nur der Christvakanz vielleicht so eine Woche müssen beisetzen. Ich hoffe nicht. Ich hoffe, dass das, was wir en place haben, stark genug ist und dass der Virus nicht so stark geht, dass wir das dort müssen machen. Aber mit schnellen Decisionen, die wir müssen umsetzen, da das an einer Pandemie denken, ist aber das Wichtigste, was es gibt. Gut, vielmals merci. Dann für die Aufmerksamkeit und dann Fremreise auf Trentre, alle Guten an die ich besonders drauf freuen, die sollen aber auch noch gucken, dass sie die letzten Dich an der Woche von der Vakanz auch noch genießen, für Energie zu tanken und andere Menschen durchzustarten. Vielmals merci.